und herzlich willkommen zur 66. Folge unseres Let's Play X4. Ja, in der letzten Folge habe ich mich dann mal entschlossen, mal den Miner oder mal das Steuer vom Miner zu übernehmen. Erreiche System. Profit Center Alpha. Zum einen, weil ich diese Frachtdrohnen haben will. Die brauchen wir ja. Und ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich die hier kaufen kann. Undock-Erlaubnis erteilt. Stehen bleiben. Nicht seitlich drehen, verdecke. Erfolgreich angedockt. Gut. Willkommen! Okay. Da wollen wir mal gucken. Täuschkörper, Treckermine, Mine, Freundfeind, Laserturm, Ressourcensonden, Navigationsbarke, Satellit, Crew, Software, Polizeiscanner. Er kriegt auf jeden Fall den und er kriegt auf jeden Fall den. Das machen wir schon mal. Gut.
Bergbauleser. Fangen wir mal hier an. Antrieb. Neurounder auf jeden Fall, ja. So, Steuerdüsen. Auch Allrounder. Oder Gefecht. Ja, Gefecht hatte er drin, dann lassen wir mal Gefecht mit drin. So, 500.000. Schild auf jeden Fall verbessern. Waffensysteme, Bergbaulaser, MK2, jawohl. Geschütztürme. Zum Schiff und Waffensysteme ist nur eins. Software. Machen wir mal. 45 Sekunden. Ja, die Frage ist, wo kriege ich diese Frachtdrohnen her? Oder kann ich die nur mit dem Adler? Denn das würde dann ja heißen, dass ich mit dem Adler mit dem Adler das machen muss. Das wäre natürlich doof, wenn ich nochmal hierher muss. Jetzt mit dem dritten Schiff. Drei. 2, 1, fertig. So, sehr schön. Das, das, das. Wir haben zwar nur noch 1 Million, aber... Satellit. Erweiterter, normaler, Navigationspark, Laserturm, Freund-Feind-Mine, Mine, Trecker-Mine, Täuschkörper. Okay, dann sind es erstmal Lehrlinge, aber die kriegt er auf jeden Fall. Drei, zwei, eins. Ja, ne, dass das Schiff mal ein bisschen repariert werden kann und so weiter. So, jetzt Schiffinformation. Der Laderaum, 9000, ja. Da ist nichts drin. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Crewfähigkeit ist gut. Das ist die Übersicht. Aber diese Frachtdrohnen, wo kriege ich die denn her?
Ausrüstung. Bergbau, ja. Landecomputer. Das ist in Ordnung. Das ist alles auf Bergbau. Das ist alles in Ordnung. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Wer? Wo? Nein. Das. Der Kleine oder der Adler? Sicherheitscontainer. Den kannst du mal einsammeln. Bitte. So. Wenn ich den jetzt so anklicke, kriege ich da irgendeine Information. Normal müsste ich das ja dann hier drüber machen. Wie sieht das denn aus, wenn ich... ...das Raumdock nehme? Da mal hinfliegen. Und es wird gespeichert. Autopilot eingeschaltet. So, dann fliegen wir per Autopilot hier raus. Auf jeden Fall ist er schneller geworden, wenn ich das richtig sehe. Und nicht nur schneller, sondern wenn ich das richtig sehe, dann auch wendiger. Sehr schön finde. Autopilot ausgeschaltet. Undock-Erlaubnis erteilt. Ja, bitte. Gucken wir mal,
Erstmal ein bisschen was sehen hier. Und na, ist doch schön, wenn der so früh dann anfängt, den zu übernehmen. So. Erfolgreich angedockt. Ja. Dann gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Willkommen! Ja, danke schön. So, das haben wir schon mal. Den Allround. Das haben wir. Die Schildgeneratoren ist auch in Ordnung. Waffensysteme brauchen wir ja natürlich, den Bergbaulaser. Geschütztürme haben wir auch beide als Bergbaulaser. Software ist auch alles da, was wir brauchen. Jetzt geht's aber wieder los. Tauschkörper, Treckermine, Mine, Freund-Feind, Laserturm, Ressourcensonde, Navigationsbarke, Satellit, erweiterter Satellit. Verdeckel nochmal. Tja. Dann kann ich nur eins machen. Nach Hause fliegen. Schiff kaufen. Ein klein. Kleinen Jäger. €1,4 Millionen. Wow. Gefecht, ja. MK3. Lieber den. Natürlich. Waffensysteme, Pulslaser. Ja. Software. Ja. Das ist natürlich alles vom Feinsten. Sehr schön. Aber mir fehlen dafür 400.000. Also. So, der hat auch noch keine. Oh, das sind immer noch 1,4 Millionen. Crew. Marinesoldaten? Nein. Und Servicemannschaft auch erstmal nicht. Sind wir immer noch bei 1,4 Millionen. Also vergessen wir das mal ganz schnell wieder. Ja, ich war am Überlegen, ob ich mir noch so einen zusätzlichen kleinen hole, mit dem ich dann nochmal so ein bisschen durch die Gegend fahren, fliegen kann. Aber warum eigentlich? Transporter wäre noch mal sinnvoll, ne? Wenn ich jetzt noch mal sage M. Das ist ein Honigfresser, nein. Kostet so schon mal 303. Lass ihn nicht entkommen! Der ja. Minimal 400. Leicht 500.
mittelschwer 900 und schwer 1,7 Millionen. Okay. Aber das wäre noch mal interessant, ne? So ein Größe M-Transporter. Ah ja, der hat dann etwas schwerer. Die könnte man ja nachträglich noch aufrüsten. Nee, aber auch das lassen wir jetzt erstmal. Wir docken jetzt erstmal ab. Und sind am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir dann nach Hause fliegen und mal gucken, wo wir diese Frachtsonden herkriegen. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.